Okay, Drafts lohnen sich momentan einfach extrem. Man kriegt mega geile Spieler zur Wahl, mit denen man spielen kann. Man kriegt nicht nur die Draft Rewards als Belohnung, sondern über die Ziele kriegt man noch weitere geile Spieler und geile Packs. Und da ich momentan eine Maschine in Elfmeterschießen bin, verbinde ich das Ganze mit der Challenge, dass ich alle Draft-Partien im Elferschießen gewinnen muss. Also, let's go! Okay, dann bauen wir direkt unser Draft-Team und achten darauf, dass die Leute Elfer schießen können und dass der Keeper Elfer halten kann. Was nimmt man da für eine Formation? Eigentlich egal, aber am liebsten schon mit ein paar Offensivspieler, weil die ja häufig ein bisschen besser die Elfer schießen. Weil ich gehe davon aus, dass nach 5 Elfern die meisten Elfer schießen durch sind. Ronaldo Prime. Ja, wir achten natürlich auch ein bisschen auf den Elfmeter-Stat. Aber der hatte ja sogar so ziemlich den besten, deswegen kommt der rein. Wen gibt's denn mit so 99 Elfer? Ich weiß es nicht. Okay, von den Spielern wird keiner in der Startelf stehen, deswegen ist es bei denen egal. Ich hoffe, der andere ZM wird ein bisschen fresher. Marquisio Bellingham. Ist da irgendeiner besonders bekannt für Elfmeter? Ja, ich sag mal so, also Bellingham ist anscheinend dafür bekannt, dass er Elfmeter nicht kann. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber dann nehmen wir Gyökeres. So, Flügel. Messi, der kann doch Elfmeter. Wait, warum kann keiner von denen immer Elfer? Ist doch nicht so schwer. Am Ende müssen, glaube ich, echt unsere Verteidiger ran, wenn die Stürmer alle solche Stats haben. Skandal. Nee. Die haben alle gefühlt in dem Leben noch keinen Elfer geschossen. Na gut, na gut. Das Ding ist ja, glaube ich, eh so, wenn man Leute einwechselt, dann schießt im Elferschießen immer als erstes die, die eingewechselt wurden, oder? Das heißt, es reicht eigentlich, wenn man fresche Elferschützen auf der Bank hat, die in der Startelf sind, dahingehend sogar egal. Das Wichtige ist nur, dass die in der Startelf gut genug sind, uns ins Elferschießen zu bringen. Dann nehmen wir Klaus einfach an der Stelle, chemietechnisch sehr, sehr kritisch auf dieses Draft. Ich meine, es hat auch geil gestartet mit Ronaldo. Und danach, die Spieler waren jetzt nicht so, die Banger. Boah, die sind nice. Die sind nice. Bergkamp! Du, gefühlt einer der besten Elberschützen überhaupt anscheinend, wenn ich mir die Stats so angucke. 94, passt. Kreuz kann ich auch safe auch. Oh, Ribéry 96! Dann nehme ich sogar Ribéry mit. Dann wechsle ich Ribéry auf dem linken Flügel ein und Bergkamp vielleicht auf einer ZM-Position. Das passt schon, wenn man eh eine 5er-Kette hat und wenn Gyökeres auch ein bisschen nach hinten ackert. Und mit Brasilianer können wir, glaube ich, mehr anfangen, weil ist egal. Hat beides seine Verbindungen. Ich nehme mal Koundé und okay, dann kann ich auch noch Eder Militao nehmen. Umso besser, gib mir einen freshen Keeper. Wenn es einen Keeper gibt, der bei Elfern gut unterwegs ist, dann eigentlich Martinez, oder? Dann eigentlich Martinez. Es gibt Keeper, die würden hier mehr Chemie kriegen, aber ich nehme ihn erstmal einfach mit. Weil er hat ja zumindest auch schon mal einen Chemiepunkt, besser als nichts. Henderson nochmal einpacken. Ja, ich sag so, wir haben schon geile Spieler. Aber diese nice Spieler kriegen wir halt gar nicht in die Startelf irgendwie. Aber wenn wir einfach kurz zum Elfer schießen, auf Pelé, Ribéry, Bergkamp alle einwechseln, boah, dann haben wir so sichere Schützen. Oder Puskás? Ah, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Also sie sind halt alle nix für die Startelf. Aber zum Einwechseln sind die wunderbar. Ah, wir brauchen rechten Außenverteidiger, Ben. Den linken Außenverteidiger haben wir ja. Und die Karte ist fresh. Ah, plus 2 sogar hier an der Stelle. Das ist gut. Das ist gut, wegen der Verbindung zu Lozano. Selbe Team. Ich glaube, was den Keeper angeht, haben wir uns sowieso schon festgelegt. Und dann checken wir mal ab, was die restlichen Spieler hier werden. Der wird nochmal fresh anscheinend. Aber richtig. Aber richtig. Crazy. Crazy. Wir gehen nochmal auf den Elfer-Stat. Also wir sind komplett ausgerichtet auf Elfmeterschießen. Kann hier noch einer richtig gut schießen? Nee, aber dann können wir sogar tatsächlich gucken, dass wir irgendeinen nehmen, der im ZM richtig stark ist. Vielleicht Leon Goretzka, der spielt halt auch ohne Chemie komplett. Aber würden alle anderen ja auch tun. Ja, ich glaube, ich nehme Leon Goretzka. Aber ich wechsle ihn wahrscheinlich dann erst ein. Außer wir kriegen einen deutschen Manager gleich, dann könnte ich den direkt nutzen. Man hat ja 5 Wechsel. Problem ist halt, dass wir mehr als 5 freshe Offensivspieler so vom Ding haben. Kühl können wir nicht mal mitnehmen. Die Bank ist auf jeden Fall 10-mal krasser als die Startelf. Aber das ist kein Stress. Man hat ja inzwischen FIFA so viele Wechsel, dass es in Ordnung ist. So, wir gucken, was der Manager sagt. 18, 19, 19. Boah, stabile Manager. Nehmen wir den Bré einfach mit. Ja. Ich glaube, wenn die Gegner die Startelf sehen, lachen die, aber nach den Einwechslungen, nach dem Elferschießen, dann hoffentlich nicht mehr. So, erster Gegner ist am Start. Und das sieht jetzt auch nicht so wild aus. Passt. Das Ding ist halt jetzt bei den Matches, ich muss es schaffen, dass jedes Match unentschieden ausgeht. Erstmal über die reguläre Spielzeit, dann auch noch in der Verlängerung. Ich darf ja nicht irgendwie, denke ich mal, mit 2 Toren führen zwischenzeitlich, um so auf Nummer sicher zu gehen und die Gegner am Ende nochmal rankommen zu lassen.
Weil dann könnte es sein, dass die Gegner quitten, weil die denken, die haben keine Chance mehr. Also die Challenge beinhaltet schon deutlich mehr, als einfach nur die Elber gewinnen. Ich muss erstmal viermal dafür sorgen, dass Elberschießen stattfinden. Ja, und die dann auch noch nach Hause holen. Mal gucken. Gegner ist durch. Gegner schießt, Gegner trifft. Okay, wir liegen 1-0 hinten. Also jetzt sollten wir auf jeden Fall auf den Ausgleich gehen, weil wenn der hier mit 2-3 Toren irgendwie führt, dann glaube ich, komme ich auch nicht mehr zurück und dann ist das Ding durch. So, Lozano. R9. 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 Einfach Tor des Jahres gewesen, Mann. Okay, die meisten der Spieler, die wir für die Elber haben wollen, sind auch schon eingewechselt. Die sind ready. Pelé. Lieber kein Tor machen, sage ich. Lieber kein Tor, aber ein bisschen Rambazamba, ohne den reinzumachen. Ein bisschen Spaß haben geht schon. Okay, einmal Pause geht noch. Zack. Da sollte er auch eigentlich nicht nochmal nach vorne kommen. Jetzt kann ich nochmal gucken. Bergkamp oder Puskas, einen von denen einfach noch in die Verteidigung hauen. Ich glaube, Bergkamp hat den besseren Elberstat. Jetzt haben wir alle auf dem Feld. Noch ein Wechsel. Boah, wir haben sogar noch einen Wechsel. Wegen Verlängerung oder was? Okay, Puskas auch noch. Ey, was haben wir für Elberschützen? Wir machen richtig diese Real-Life-Taktik. Alle Top-Elberschützen eine Sekunde, bevor das Elberschießen losgeht auf dem Feld. Wir haben 8 Stück mit 90 plus Elber jetzt. Am Ende geht's trotzdem schief. Wäre so sad. Oder er macht einfach jetzt noch das Tor. Nee. Es geht ins Elberschießen. Es geht ins Elberschießen. So, dann bin ich gespannt, ob wir das erste Elberschießen direkt nach Hause holen können. Wäre auf jeden Fall cool. Martinez mit Mind Games, let's go. Ersten Elber haben wir. Dann Donovan. Enttäusch mich nicht, der gegnerische Keeper ist riesig. Wer ist denn das? Crazy. Riesiger Torwart. Martinez. Come on, Ribéry. Wir brauchen dich. Ribéry! Ach du Scheiße. Bro, mit so einer Performance wird das hier heute nichts, hier das Elberschießen zu holen. Das kann ich euch schon mal sagen. Nein, hat er gut gemacht. Bergkamp. Er springt nach rechts. Warum schießt er nach rechts? Ja, Skandal, Performance von mir. Come on. Ja! Ja, warte mal. So. Zack! Ey. Boah, bei Ginola hat man jetzt nicht gesehen, wo er hingeguckt hat. Ich glaube links. Der guckt halt immer in die Ecke, die er schießt. Das ist echt clean. So, ich warte jetzt lange, dann denkt er, ich schieße in die Mitte. Und dann fetzt sich in die linke Ecke, sodass selbst wenn er da hinspringt, der reingeht. Ja, die ersten 3 verschossen. Bro, okay. Jetzt, ich brauche so ein bisschen Zeit zum Aufwärmen. Man hat das gemerkt, erstmal auch nicht gut geschossen. Zum Glück war er jetzt, was 11 angeht, nicht gut. Ansonsten hätte er uns vermutlich rasiert. Wir müssen uns steigern für die nächsten Games. Wird auch sehr cool aussehen, wenn nachher hier bei allen Siegen dahinter diese Zahl in der Klammer ist, die nochmal zeigt, dass es Elberschießen waren. So, wir haben fast peinlich geworden, hier in der ersten Runde rauszufliegen. Ist ja immer eine Sache, die Challenge nicht zu packen, wenn man im Finale verliert. Eine ganz andere, wenn man in der ersten Runde rausfliegt, wenn man das Ganze sich zu leicht vorgestellt hat. Ab jetzt strafen wir uns. Okay, bei dem Gegner merkt man, das ist ein Schwitzer. Das heißt, gegen den sollte ich auf jeden Fall auch in Führung gehen. Weil sonst baut der hier 1-2 Tore Vorsprung auf. Ui. Da ist er wild durchgekommen. War wichtig, die Führung zu machen. Goretzka gibt ihn rein. R9. So, zack, wieder in Führung. Wichtig. Was ist er jetzt wieder? Boah, der macht das im Angriff halt echt richtig. Guck mal, mit Green-Time-Finish und so. Er macht das schon wild. Ein Spieler mit Qualität offensiv. Aber man muss auch sagen, hinten hat er immer mal wieder seine Lücken. Boah, wie setzt sich Goretzka da durch? Nee, Mann, der sollte gar nicht reingehen. Okay, er braucht 2 Tore. Das Ding ist, obvious stehe ich ja nicht die ganze Partie an der Eckfahne und lasse da die Zeit runterlaufen. Weil es wäre ja kacke, ich schieße ja die ganze Zeit einfach aus Spaß. Das sind ja größtenteils Schüsse, weil ich nicht damit rechne, dass die reingehen. Nice, gut. Nein, ich kriege meine Auswechslung nicht mehr hin. Ich Idiot, ich habe den Ball nicht rechtzeitig ins Aus bekommen. Ich hatte Angst, ihn zu früh ins Aus zu schießen, dass er dennoch einen Angriff kriegt. Und jetzt war ich zu spät. Ja, ich hoffe einfach, dass die Leute hier auf dem Feld sind. Auch halbwegs Elfer können und wir haben ja sonst Martinez im Tor. So. Nein, was? Okay, fuck. Heute läuft irgendwie ernst nicht, was Elfer angeht. Kein Glück so. Come on. Nee. Okay, Krise. Komm, Mitte. Ah, nice. So, Lozano. Ja, oh ja, das sah so aus, als würde er da hinspringen. Warum ist jedes Elberschießen hier so wild? Nein! My mistake. Come on.
Ja, Medisch. Come on! Okay, wir sind bei den Entscheidenden. Was hat er vor? Er lupft den rein. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, er hat uns rasiert in dem Fall. Crazy. Goretzka, richtig platziert. Ja! Er dachte Mitte. Was hat er jetzt vor, der Kumpel? Und diesmal nimmt er mal wieder rechts. Er rasiert uns gerade. Er macht uns nackig. Was soll das? Wir bleiben unserer Linie treu, denke ich. Oh, der war ja so scheiße. Ich habe mal rechts gezielt. Jeder Militär hat ja gar nichts hinbekommen. Wäre er stehen geblieben, hätte er uns. Come on. Das kann doch nicht sein. Ah, oh, Klaus mit Risiko. Oh, geil, Mann. Geil, geil, geil. Sehr gut geschossen. Brauchen die guten Elberschützen quasi gar nicht. Come on. Ja! Hä? Hat das als Tor gezählt jetzt, oder was? Nee, oder? Achso, hä? Wait, warte mal. Der war richtig scheiße geschossen. Nee, ich hab gewonnen jetzt! Da war gar kein roter Punkt bei ihm, ich hab's nicht geahnt. What the? Hä? Ich hab's gar nicht... Ich dachte, er hat einfach als Tor gezählt, so weil es verbuggt war. Ich wusste auch gar nicht mehr inzwischen, wer angefangen hat und wer nicht und so. Das Elberschuss ist einfach zu lange gedauert. Okay, das war auch wieder ends kurios. Jetzt rechnen wir unserem ersten Elber und so. Egal, auch das haben wir wieder überlebt. Mann, die letzten von mir waren echt alle gar nicht geil geschossen. So halbmittig und so. Boah, hör mir auf. Die Auswechslung muss ich in den nächsten Matches rechtzeitig machen. Das erste Elberschießen war noch ein 2-1. Da ging nichts rein. Und jetzt einfach ein 6-5. Beide durchgängig mit Treffern eigentlich. Aber wir mit einem mehr. So, Halbfinale ist es ja jetzt schon. Halbfinale. Nur im Tor. Auch ein Elfer. Killer. Ah, aber auch nicht so ein übertrieben gutes Draft. Ich gehe mal einfach davon aus, auch der Bre hat alle seine guten Spiele auf der Bank. Wie so gut wie jeder. Weil die alle immer Mittelstürmer sind und so die guten Icons, die man dir ja nicht einbauen kann in der Startelf. So, R9. Ah, vielleicht auch besser, dass er nicht reinging. Wer weiß, manche gehen direkt nach so einem Tor in der 5. Weil der Gegner schon so rüberkommt, als könnte er ein bisschen spielen. Besser als der erste Gegner, nicht so gut wie der Gegner eben spielerisch. Aber der kann schon Tore machen. Boah, Pelé. Kriegt nochmal den Ball! Boah, du wolltest einfach mit dem Schuss. Sein erster Schuss, der ist direkt drin. Pelé. R9. R9! Ey! Was? Mein Spieler ist ausgewichen. Warum? Ist er doof? Come on. Zack. Einmal nochmal zurück. Yay! Ausgleich! Yes! Ich sag ernst, so ein Draft nur mit Freistößen wäre auch richtig geil, aber dafür kriegt man leider nicht genügend Freistößen. Manchmal gibt es Partien, da kriegt man so 0 Stück. Aber es wäre sonst super cool, einfach die ganze Zeit Batz. So, die Dinger raufhauen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber die Schiris pfeifen zu selten faul an dem FIFA. Diesmal nehme ich die Auswechslungen aber mit. Weil die auch, die haben alle ihre Tore gemacht, wisst ihr, da hinten die Verteidiger. Aber die haben halt nicht so super geschossen. Jetzt haben wir eigentlich Leute drin. Eigentlich müsste ich auch R9 auswechseln, nur der bisher hier ist zwar verschossen. Wenn er diesmal wieder verschießt und wir ins Finale kommen, dann werde ich ihn dort auf jeden Fall auswechseln. Weil der ist immer unser erster Schütze. Bringt uns in Bredouille, das Ding ist. Ich ziehe mit ihm sogar besser und schieße besser als mit anderen. Und trotzdem macht er die nicht rein, komischerweise. Aber, gut. Ready. Ah, Donovan startet diesmal. Macht Ayn rein als erstes. Kommt Donovan. Ja, richtige Seite entschieden. Guck mal, guck doch, guck doch. So, er hat Pelé am Start. Oh, der war aber auch grandios. Grandios geschossen. Komm, Ribéry. Yes, sehr, sehr, sehr schön. Ja, mit den Fingerspitzen. Der war auch eigentlich super geschossen, ey. Krass. Come on. Nochmal so einen. Hier rechts. Ja, er ist falsch gemoved. Sehr big, sehr big. So, schießt er vielleicht mal in die Mitte oder so. Yes, 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 yes. Okay, sehr gut. R9. Der Verschießer vom Dienst. Macht er ihn diesmal. R9. Er darf nie wieder schießen. Er darf offiziell nie wieder schießen. Dann muss Martinez halt unser Held werden. Ein weiteres Mal! Martinez, der Elfmeter-Killer. Hey, guckt ihn euch an. Der hat doppelt so viel gehalten wie reingelassen. Was ist denn mit ihm? Mach mal ruhiger, Kumpel. Mach mal ruhiger. Das große Finale steht an. Boah, die meisten dieser Food Drop Challenges gewinnen wir echt immer. Aber es gibt auch ab und zu schon welche, die wir im Finale versauen. Und ganz selten vorher. Was genau, da trifft man schon auf gute Gegner. Aber ich will hier wieder den Draft-Sieg haben. Finalgegner,
ist da. Hauptsache nicht Martinez im Tor, dann ist alles gut. Naja, Donnarumma, ja, beide ist gegen Elber, glaube ich, auch in Ordnung. Jo, jo, er hat ein cooles Team. R9 zimmert den ersten Ball. Was ist für eine Karte? Ich muss mein Haus verkaufen, mein Auto, ich brauche den. Normal, Koundé. Super Ball. Ah, Keeper muss den haben. Hä? Hä? Okay, das ist zu hoch jetzt hier. Zack. Und. Passt. Oh, der Pass war stabil von ihm. Mhm. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Oh mein Gott. Nee. Nee. Ich habe einfach wegschießen gedrückt. Er schießt in seinen Fuß. Nein, ich krieg gar keinen Zugriff. Trotz Teampressing. Vielleicht mit Pelé jetzt. Pelé! Ja! Wie kommst du jetzt in die Verlängerung? Das wäre so bitter, wenn wir hier nicht mal... Also wenn wir jetzt schon hier raus wären, ohne überhaupt Elber zu haben und so. So. Dann haben wir noch 5 Sekunden. Gutes Timing wieder. Ich lasse Ronaldo drin. Ich werde diesmal... Also die ersten beiden Male habe ich auch komplett ernst mit ihm geschossen. Eben war natürlich ein bisschen... So ein Auffaxen-Elber, den nehme ich auf meine Kappe, dass der eben im Halbfinale mit R9 nicht reinging. Aber davor die nehme ich auf seine Kappe, um ehrlich zu sein. Und ja, damit haben wir quasi sehr viel eigentlich heute geschafft. Also 7 von 8 Challenges haben wir jetzt schon safe in dem Sinne, oder? Hä? Achso. Also erstmal erstes Match Elber schießen, komm, Elber gewinnen. Zweites Elber schießen, komm, Elber gewinnen. Drittes Elber schießen, komm, gewinnen. Viertes Elber schießen, komm. Das heißt, 7 von 8 in dem Sinne haben wir jetzt. Jetzt müssen wir hier vielleicht noch die Elber gewinnen. Mal gucken. Ja, okay. Wer ist das als erstes? Donovan. So. Landon. Donovan. 97 hatte der, ne? Merkt man, merkt man. Was macht Marquisio? Ah, gut geschossen. Gut geschossen. Ribéry. Gutes Ding, gutes Ding. Er hat sogar einen Schritt gemacht. Der Gegner hat alles probiert, um an den ranzukommen. Oh, der war gar nicht mal so geil geschossen. So, kurz Zeit lassen. Der muss auch wieder sehr, sehr platziert kommen. Ah, nee, der ist nicht perfekt. Wenn er in die Ecke springt, könnte er ihn haben. Das war ganz, ganz knapp. Ganz, ganz, ganz knapp. Ja! Wenn wir den machen, ist das Ding durch. R9, ausgerechnet R9. Okay, komm, R9. Komm, wenn ich länger warte, denkt er vielleicht, ich lupfe mit auf arrogant. Aber ich will nicht arrogant sein, ich will den perfekt schießen, R9. Und da ist er. Ganzes Draft, nur Elfmeter schießen, nur Elfersieger, R9 mit seinem ersten, den er reinmacht, der war perfekt. Wir haben diese Elfer drauf, ey, das ist die Sache. Wir haben diese Elfer einfach drauf. Ich weiß nicht warum. Ich habe oft die richtige Ecke, auch wenn der Gegner nicht lost ist und die Ecke guckt, wo er hinschießt, haben wir ihn oft. Und dann auch noch, selbst wenn der Gegner unsere Ecke erahnt, schießen wir ihn oft rein. Alles super. Genauso muss das sein. Draft, Sieg ist da. Und wir werden einfach fast in der 90. Minute rausgeflogen, ey. Weil Martinez da den irgendwie den Gegner reingeschossen hat, als er ihn klären wollte. Wild, wild, wild. Ja, hier nochmal die ganze Übersicht. 4x, 11er schießen, 2-1, 6-5, 3-1, 4-2. Das wurde immer deutlicher nach hinten raus, ne? Da waren es auf einmal immer 2 Tore Unterschied. Ich meine, der erste Game mussten wir uns noch aufhören. Wir haben noch die ersten 3 Elfer verschossen hier heute, ne? Danach haben wir, glaube ich, insgesamt nicht mal mehr 3 verschossen. Premium Goldpack, seltene Goldpack und seltene Goldpack. Das Ding ist, ich bewahre gerade schon meine ganzen Packs fürs Team of the Year auf. Aber waren das hier die Packs? Die 3? Egal, wir öffnen die 3 Dinger, die hier rumliegen. Wobei, ne, die sind untradable, die können es gar nicht gewesen sein. Aber die sind, glaube ich, ungefähr das wert, was die Packs machen. Man kann ja gerade eh nicht so viel ziehen. Geht nur darum, dass man hier jetzt nochmal ein bisschen Packs sieht, oder? Wir müssen auch offen und ehrlich sein, noch nie, glaube ich, bei einem Draft-Sieg überhaupt eine Special Card gezogen oder so. Aber hier könnte schon eine drin sein. Team of the Week gibt es auch wieder. Winter Wildcards gibt es gerade noch. Icons gibt. Ja, nicht mal nah dran. 0 Münzen gibt es. Das Ding noch. Garantiert der 82 plus, der darf doch auch mal 86 dann sein. Schade. Schade. Chiellini als bester Spieler, den wir gezogen haben. Aber trotzdem sehr, sehr geil. Challenge. Hat wieder sehr, 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 sehr viel Bock gemacht, finde ich. Und man muss sagen, Martinez im Tor hat performt. Vielleicht hat er ja die gleichen Mindgames wie bei der WM gemacht. Hat auf jeden Fall funktioniert. Check gerne das Video noch ab. Einfach anklicken, dann seht ihr ein weiteres nice Video von mir. Einen Daumen nach oben, wäre cool. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.